Hi, ich persönlich mag diese kalten Novembertage. Der Herbst schreit sich nicht pausenlos mit einem Megafon an und meint, geh raus, es ist gutes Wetter. Er tätschelt dir stattdessen behutsam den Kopf und sagt, bleib im Bett liegen. Es ist okay, zieh dir YouTube-Videos rein. Und in Zeiten des Lockdowns habe ich doch tatsächlich jetzt auch angefangen, mir TikTok-Videos reinzuziehen. Also, ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit, mich zu steinigen wie einen freien Journalisten in der Türkei, mich auf dem Scheiterhaufen mit Glühwein zu verbrennen oder einfach den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit du mich immer im Auge hast. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich nun ganz, ganz unten angelangt bin, dann glaubt mir, es kommt immer jemand, der mir dann auch noch eine Schaufel ausleiht. Denn ich muss wirklich zugeben, TikTok hat neben diesem ganzen Cringe auch erstaunlich coole kleine Clips zu bieten. Und jetzt wird's noch härter. In diesem Video stelle ich euch sogar eine absolute TikTok-Must-Watch-Empfehlung aus, denn nun haben TikTokerinnen ein Ratatouille-Musical kreiert und das ist wirklich Gold wert. Davor kurz noch ein paar Worte zu Ratatouille. Jeder kann kochen, jeder kann diesen Film sehen, jedem kann ich diesen Film empfehlen. Ratatouille ist ein Leckerbissen für alle, die Animationsfilme lieben, einfach große Filmkunst, ein Animationsmeisterwerk, das seinesgleichen sucht und ein modernes Märchen für die ganze Familie. Und jetzt genug lobende Worte, schaut euch den Film einfach an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und nun scheinen TikTok-Userinnen einen der erfolgreichsten Pixar-Filme aus dem Jahr 2007 ins Visier genommen zu haben, denn unter dem Hashtag Ratatouille The Musical werden nun Clips veröffentlicht, die den Pixar-Film Ratatouille als Musical-Version zeigen. Und das ist wirklich ein sehr cooles Gemeinschaftsprojekt. Komponisten, Sänger, Schauspieler, Musiker, Tänzer und Bühnenbildner haben sich zusammengetan, um kreative, originelle Songs, Inszenierungen und Choreografien für ein Ratatouille-Musical zu erstellen und aufzuführen, das auf keiner Bühne existiert, aber auf TikTok lebendig ist und ständig wächst. Mittlerweile wurden die TikTok-Clips über 8 Millionen Mal aufgerufen und täglich geben sich das Musical immer mehr Menschen. Die Idee stammt dabei vom Schauspieler Josh Abram. Auf seinem Account @RatatouilleMusical bat der User, seinen Hashtag zu benutzen, um so seine Idee, das Musical auch außerhalb der App zu erweitern, zu verwirklichen. Und bei diesem ganzen Fanansatz wünsche ich mir das Ganze dann tatsächlich mal als Musical-Aufführung im Real Life. Mein ganzer TikTok-Feed besteht gefühlt aus Leuten, die momentan ein Ratatouille-Musical planen. Leute schreiben Lieder, denken sich Choreos aus, andere planen die Kostüme. Es ist absolut witzig und unterstützenswert und eine richtig coole Seite von TikTok, die ich hier durchaus mal anerkennen kann. 2020 ist einfach ein verrücktes Jahr. Einen Link zu dem Musical habe ich euch unten in die Beschreibung gepackt. Und dort findet ihr auch die Verlinkungen zu meinen Social-Media-Profilen. Könnt ihr gerne mal folgen, würde mich sehr freuen. Und ihr könnt auch eine Mitgliedschaft abschließen, um mich noch weiter finanziell zu unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen und auch Dankeschön für jeden Support, den ich bis jetzt erhalten habe. In diesem Sinne, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself, broadcast together.